rennst permanent auf einer schrägen im Kreis. Interessant wird es, ja, weil ich zum einen auf den Kreisverkehr, den was man da hinten im Hintergrund senkt, bin ich ja noch nicht gelaufen. Ich habe einen Testkreisverkehr in Asten, ja, aber der ist wesentlich gerader. Wie die Gelenke darauf reagieren, das werden wir dann eben sehen. Man muss den Zuschauern sagen, das ist meine Lieblingsfrage, wie bereiten wir sich auf sowas vor? Es ist sehr schwierig, ne, weil dieser Kreisverkehrlauf, ja, kann man nicht einfach so von null einfach auf irgendeinen x-beliebigen Kreisverkehr drauf trainieren, weil die Polizei, die freut sich dann nicht so. In Asten war es ja mal schon so. Wir wollten es ja auch am Anfang so machen, dass wir da das Ganze einfach so mit Flashmob-artig starten, aber da wären wir höchstwahrscheinlich nicht mehr als 10 Kilometer, da wären es wahrscheinlich 2 Kilometer geworden, dann hätten sie uns abgefangen. Jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir es offiziell. Die Stadt Gänsendorf hat uns ja da tatkräftig dann unterstützt. Ja, vorbereiten ist halt dann eben so eine Sache, es ist sehr schwer. Ein Wahnsinn! Ich habe Fußsohlen brennen gehabt, das war jetzt in so einem Bereich, was ich eigentlich nur beim Ultralaufen kenne, wenn so bei 200 Kilometer eben so Blasen einsetzt. Das ist da dann schon noch 4 Kilometer gekommen. Aber so sportlich gesehen hat es wirklich Spaß gemacht. Nur Geschwindigkeit, boah, das war schwierig. Das, was ich befürchtet habe, war eben, wenn es aus ist, wie ich dann am besten bremse. Man hat es eh gesehen, also es ist halt nicht, du kannst ja geradeaus weiterlaufen. Ja. Gratuliere noch einmal. Danke und für das Land Niederösterreich. Für das Land nicht, für Österreich, Niederösterreich. Ja. Für Gänsendorf, Dankeschön. Für diese Burgenland. Aktion. Danke an Kenia, an Ukraine, an Serbien, Montenegro. Danke an die Polizei von Gänsendorf, die das mit unterstützt hat. Und an den Bürgermeister natürlich auch von Gänsendorf und überhaupt die ganze Stadt Gänsendorf. Und natürlich an alle, die da waren. Wir haben es geschafft, 10 Kilometer im Kreisverkehr in 54 Minuten. Rekord.